Ich empfinde es als ganz großes Glück, mit so vielen jungen Menschen hier zu tun zu haben. Und wenn ich in den Hörsaal komme und ich schaue in diese vielen Augenpaare, dann ist das wie sichtbare Zukunft. Und dann zeigt mir das, warum wir diese ganzen Anstrengungen eigentlich unternehmen mit dem Recht und der Gerechtigkeit. Mein Name ist Anne Röthel. Ich bin seit dem Jahr 2004 an der Bucerius Law School und habe hier den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, europäisches und internationales Privatrecht aufgebaut. Nein, das, was ich schon immer wollte, das war Lesen und Schreiben und irgendwas Geisteswissenschaftliches. Und so habe ich dann auch in Köln angefangen zu studieren. Also Philosophie, Theater, Literatur, Sprachen. Und das war dann erst, als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich also damals war es jedenfalls so in den 80ern, dass man da geradeaus in die Erwerbslosigkeit studiert hat. Da hat mir jemand gesagt, Jura hätte auch was mit Sprache zu tun. Und das war dann Plan B, ein Umweg, aber war ja nicht falsch. Also das war nicht geplant. Es war sehr glücklich, dass es so gekommen ist. Schon beim Gedanken an Oxford, da kann ich wirklich leuchtende Augen bekommen. Das war ein ganz wichtiger Aufenthalt. Es waren mehrere Aufenthalte, sowohl fachlich als auch persönlich. Da sind Freundschaften entstanden, da sind Bücher entstanden, da ist eine rechtsvergleichende Studie entstanden mit einer Kollegin zusammen, Passing Wealth on Death. Und dieses Buch hat einfach für mich meine Vorstellung davon, wie anspruchsvoll Rechtsvergleichung ist, sehr entscheidend geprägt. Paris und insbesondere Paris-Assas ist eine ganz andere Erfahrung, da unterrichte ich auch mehr. Aber da fällt mir auf, dass wenn ich mit den Studierenden im ersten Studienjahr zu tun habe, dass die viel, viel mehr irgendwie in den Grundlagen, in der Ideengeschichte des Rechts und Verfassungsgeschichte zu tun haben. Und ich merke, dass denen der Gedanke viel geläufiger ist, dass Recht auch, dass das gegebene Recht auch ein anderes sein kann. Also so, und das ist eine wichtige Einsicht. Ich bin jemand, den es immer wieder woanders hingezogen hat. Und ich kann auch für mich nicht ausschließen, dass es mich nicht nochmal woanders hinzieht. Und Hamburg muss nicht die letzte Station gewesen sein. Aber trotzdem schätze ich Hamburg. Hamburg ist eine schöne Mischung aus Sicherheit und Freiheit. Sicherheit irgendwie ein Ort, an dem man sich wohl aufgehoben fühlen kann, aber eben auch hinreichende Freiheit. Da ist so diese Meeresbrise, die es einem erlaubt, irgendwie so, dass ich mir mein So-Sein hier so ausleben kann. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, also Biografien werden an Orten geschrieben, aber nicht durch Orte. Und es gibt Wichtigeres als den Ort. Körperlichkeit gehört zu unserer menschlichen Lebensform. Ich glaube, das ist im Grunde eine universale Tatsache, der wir uns auch gar nicht entziehen können. Und irgendwie ist es für uns alle auch ganz wichtig, zum Beispiel über unseren Körper selbst bestimmen zu können. Und auch wenn wir uns darüber einig sind, dass uns das ganz wichtig ist, gibt es aber immer wieder neue Fragen, auf die wir irgendwie ganz unsicher reagieren und die ganz kontrovers diskutiert werden. Und das finde ich das Faszinierende daran. Also wie sich die Haltungen verändern zu Schwangerschaftsabbruch, zu Drogen, zu Sterbehilfe. Das sind alles zentrale Fragen, die aber Gesellschaften immer wieder anders beantworten. Und ich finde, dass man an diesen Fragen unglaublich gut ablesen kann, wie das Recht interagiert, auch mit den uns umgebenden anderen gesellschaftlichen Systemen. Und wir können viel darüber lernen, auch welche Rolle die Rechtswissenschaft spielt. Das Notarrechtliche Zentrum Familienunternehmen richtet jährlich mehrere Veranstaltungen aus. Veranstaltungen, bei denen sich Wissenschaft und Wirtschaft, Politik und Praxis begegnen. Die Personen, die halt eben mit Familienunternehmen zu tun haben und sie bei Gestaltungsfragen im Rechtszusammenhang beraten. Und wer schon ein bisschen mal mit Familienunternehmen zu tun hatte, der weiß, dass es wirklich besondere Unternehmen ist, weil da einfach zwei Seiten aufeinander prallen, könnte man sogar sagen. Zwei Handlungslogiken, zwei Systeme. Einmal die Familie, irgendwie, wo es um Anerkennung, Liebe, Wertschätzung nach ganz anderen Maßstäben geht. Und dann das Unternehmen, da geht es um Leistung, ja. Und wenn man mit Familienunternehmen zu tun hat, muss man sich dessen bewusst sein, dass es da diese beiden Seiten gibt. Und ich verstehe meine Tätigkeit am Notarrechtlichen Zentrum Familienunternehmen so, dass ich das einbringen möchte, diese Sensibilität halt für, ich würde mal sagen, multidisziplinäre Herangehensweise. Und dazu gehört auch das Wissen um die Grenzen des Rechts und dass Recht auch manchmal schaden kann. Dabei geht es uns so ein bisschen um die Warum- oder Warum-Nicht-Fragen. Also so kann man es einfach gesagt, more sophisticated könnte man sagen, es geht um die Legitimation von Rechtsinstituten. Also irgendwie die Fragen zu stellen, für die in der Vorlesung nicht so viel Zeit ist, dieses, warum gibt es das eigentlich? Warum gibt es ein Erbrecht? Ist es eigentlich gut, dass es ein Erbrecht gibt oder ein Recht zu vererben? Oder warum haben Kinder Pflichtteilsansprüche? Und warum entscheidet das deutsche Recht, dass die Leihmutterschaft verboten ist? Oder warum gibt es eigentlich männliche und weibliche Elternteile, also Mütter und Väter. Das sind die Fragen, die wir da also halt gemeinsam diskutieren. Das ist das Entscheidende. Was mir so als autonomiebetonter Mensch sehr entgegenkommt, aber es ist auch viel Verantwortung. Also Verantwortung für das, was ich im Hörsaal den StudentInnen mitgebe und auch Verantwortung für das, wofür ich als Wissenschaftlerin einstehe. Und das ist das, was die Tätigkeit als Hochschullehrerin einfach für mich sehr
ja, warum ich das sehr schätze. Die Law School ist für mich ein guter Ort. Und es geht mir im Grunde täglich noch so, wie am Anfang 2004, als ich hier angefangen habe, wenn ich auf den Campus komme. Ich merke, das tut mir gut. Ich bin gerne hier und ich komme gerne hierher. Natürlich hat sich die Law School verändert. Wäre ja fürchterlich, wenn sie sich nicht verändern würde. Aber in diesem Kern, was die Atmosphäre angeht, empfinde ich sie heute noch so wie in den ersten Tagen. Ich schätze das angenehme Miteinander auch im Kollegium. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Ich empfinde es als ganz großes Glück, mit so vielen jungen Menschen hier zu tun zu haben. Und wenn ich in den Hörsaal komme und ich schaue in diese vielen Augenpaare, dann ist das wie sichtbare Zukunft. Und dann zeigt mir das, warum wir diese ganzen Anstrengungen eigentlich unternehmen mit dem Recht und der Gerechtigkeit.